So Freunde, Servus! Heute mal aus dem Auto raus. Und zwar sind wir jetzt unterwegs. Mit dem Bibo zusammen fahren wir in unsere Filiale in die Schweiz. Wie ihr seht, haben wir einen kleinen Weg vor uns. Es sind 372 Kilometer. Ankunftszeit 22.22 Uhr. Ist das nicht eine geile Zahl? Ja? Da fahren wir jetzt mal hin in die Schweiz, gucken wir mal, was die da so haben an Autos und dann drehen wir dann mit Bibo eine Runde. Weil ich habe Bibo gesagt, einmal müssen wir in die Schweiz jetzt mal gehen, weil die haben echt immer fette Autos dort. Markus, der da unten ist, der hat alles im Griff. Und jetzt fahren wir mal runter und dann machen wir mal zwei, drei gute Videos, Bibo. Hä? Was sagst du dazu? Ja, machen wir. Der Bibo, der Arme, der ist nämlich extra losgefahren heute Morgen. War wieder 500 Kilometer unterwegs zu mir und jetzt fahren wir gerade auch weiter, hä? Bibo, da bist du den ganzen Tag im Auto. Ist so. Wenigstens haben wir jetzt schöne weiche Sitze in den Gegner, also dann kannst du dich massieren lassen, gell? Ja? Soll ich dich massieren lassen? Ja, mach mal. Achtung. Massage Beifahrer an. Massage Beifahrer Sitz an. Oh, Bibo, hä? Spürst du es? Ja, ja. Ich halt Mercedes. Brutal. So, grüezi miteinander. Wie ihr schon gewusst habt, habe ich euch gesagt, dass ich mit Bibo über so uns in die Schweiz gehe, gell? So, hier sind wir jetzt. Die Sonne scheint, es ist wunderbar. Und wir sind hier bei uns in der Filiale in der Schweiz heute. Wir sind ja gestern Abend losgefahren, sind gediegen 3,5 Stunden gefahren. Mit der G-Klasse sind wir natürlich gefahren. Und der Verbrauch war, Bibo, im Schnitt wie viel? 16, 17 Liter bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 100 km/h. Das heißt Tempomat rein 100 bis 130 ungefähr. Und ich bin aber trotzdem froh, dass wir mit einer Tankfüllung es geschafft haben. So, was wir heute machen ist, der kleine Bruder von der G-Klasse, der ganz, ganz kleine Bruder, aber der ganz neue Bruder, der mir echt gefällt. Eigentlich kann ich sagen Schwester, weil der Salah, der verdammt sind die Autos immer weiblich. Ja? Wenn da irgendwas ist, sagt er, she make problem, she make again problem. Wir machen den CLA 45 AMG S, nagelneues Auto, 421 PS in Serie. Ja. Wir testen den jetzt mal, wir fahren mal, gucken mal vom Innenraum, weil ich glaube, dass sie innen richtig schön sind. Bin selber so ein Ding noch nie gefahren, bin sehr gespannt. Bevor wir da jetzt mal loslegen, gehen wir mal rein in unsere Halle, dann zeige ich euch ein bisschen was, zeige ich euch die Jungs von hier und dann schauen wir mal, Bibo. Hä? Mhm. So, das sind unsere Firmenfahrzeuge, der gute i8. Der ein oder andere kennt ihn schon. So, TTRS, der kriegt volle Paket mit große Lade von TTE und alles, Methanoleinspritzung, alles. Worauf ich mich aber auch noch freue, ist auf den schönen M8 hier. Gucken wir, wo die Jungs sind. So, grüezi miteinander. Hier ist das BP-Team aus Germany. Stellt euch mal geschwindig vor, meine Community. Wer bist denn du, Kerle? Erzähl mal. Ich bin der Markus. Nicht so ernst, Markus. Lach doch mal ein bisschen. War spät gestern, seit ich überhaupt hier sitze. Das ist der Markus, das ist mein Partner. Der macht die ganze Sache hier, wenn ich nicht da bin. Genau. Der hat es voll im Griff, ja. Und natürlich seine Kameraden hier, ja. Hallo. Der Alex. Und der Toni Biasco heißt er. Biasco, merkt euch den Namen. Wenn es Euro heißt, ja, salü, das ist der Toni Biasco hier, hallo. Ja. So, Kinder, der Spaß ist jetzt vorbei. Ich bin jetzt da, gell? Ja. Zwangmann zu schaffen. Aber ihr weiß, ich weiß, ihr seid eh immer so fleißig. Normal, weil ihr wart ja gestern Abend um 11 auch noch hier alle. Gell? Immer. Seht ihr den Markus, der liest nämlich schon die ganzen Fahrzeuge hier aus. Ist fertig. Ist fertig. Fahren. Sehr schön. Aber ich und der Pico, wir gehen jetzt mal fahren 100, 200 in der Schweiz. Ja, leck mir am Arsch, wenn die Cops uns kriegen, Auto ist weg, was sag ich dem Kunde bloß? Die lange Gerade da hinten, die ist ja hervorragend dafür, für 100 auf 200. Ich fahr langsam hin und fahr schnell wieder zurück. Kann man machen. Einmal am Tag. Oder zweimal. Ja, einmal morgens, einmal mittags, einmal abends, oder? Bimbo. Mhm. Es
wirst du schaffen. Ja, hey, pass auf, Markus. Ich hab ja meinen arabischen Führerschein dabei. Gucken wir mal, was das Ding so kann, oder? Jawohl, ja. Loggen tun wir mal, dann sehen wir ganz genau, was hier passiert, gell? Jo, was gucken wir? 0,100, 100, 200 oder was? Ja, würde ich sagen. Du weißt ja, Markus hat gesagt, wir müssen aufpassen, gell? Bauschnalle, gell? Also ist echt toll gemacht alles, sieht echt wunderschön aus. Nur das hier ist ein bisschen komisch, finde ich gerade. Aber so hier, dass die Luftdüsen alle beleuchtet, ne? Das lasse ich jetzt nachträglich an meiner G-Klasse machen. Die Luftdüsen beleuchten. So, jetzt gucken wir mal. Verbinden wir uns mal mit dem Draghi. Und Bibo, wie findest du das in der Schweiz so? Was? Stabile Karren, ne? Stabile Karren. Die Schweizer, die haben halt Para. Ja. Jetzt machen wir mal auf jeden Fall die Traktion mal aus, ne? Dann gehen wir mal auf unsere private Strecke, gell, Bibo? Ja. Wir haben nämlich einen Flughafen gebucht. Wir haben hier in der Nähe einen Flughafen. Aber trotzdem machen wir nur 0,100, 100, 200, weil wir können da nur ganz kurz drauf. Weil da kommen Flugzeuge. Der hat aber kein, hörst du das, Pipo? Kein Geblubber, nix, gell? Nee. Null. Das müssen wir mal reinprogrammieren, oder? Mhm. Also, dann fahren wir direkt auf den Prüfstand drauf, hä? Dann messen wir mal das Ding. Nicht mit mir in Zürich, auf dem Prüfstand. Weil hier in der Schweiz haben wir natürlich einen Prüfstand. In Deutschland auch, aber da sind wir mit dem Bau noch nicht fertig. Und deswegen haben wir da mit dem in Zürich zu tun. Drauf sind wir, Bibo. Also Kinders, eins sage ich euch. Hier hat AMG mal wieder bewiesen, dass die einfach brutal sind. Ja? Schaut euch das an. Das Auto hier, also ich habe jetzt hier erste, zweite, dritte, vierte, bis zum fünften Gang Volllast. Ja? Überlegt euch mal, Volllast. Wir haben eine Außentemperatur von 15 Grad. Ich habe eine Ansauglufttemperatur von 16,875 Grad. Wie zum Geier kühlen die nur das so gut, ja? Die, das sind Babos, die wissen genau, wie es geht. Und dann schaut euch das mal an. Früher hat man gesagt, okay, ja, was fährst du denn Ladedruck? 1,1, 1,2 Bar. Dann haben sie gesagt, oh, echt so viel schon, ja. Und schaut euch mal an, was AMG in diesem Auto Serie für einen Ladedruck fährt. 1,923,59 Bar. Wir müssen ja Atmosphäre abziehen. Das heißt, die fahren 2 Bar Ladedruck mit diesem Ding, ja. Jetzt stellt euch mal vor, 2 Bar Ladedruck, Volllast, ja, und eine Ansauglufttemperatur von 16 Grad. Also da braucht mir keiner kommen von einem größeren Ladeaufkühler oder irgendwas, ja. Brauchen wir definitiv nicht, ja. Da hat AMG super Arbeit gemacht. Wir gehen jetzt auf den Prüfstand, messen das kurz durch, das Ding, ja. Gucken wir, was die Serie hat. Und dann machen wir unsere gute Software, gell, Bibo? Machen wir. Schön. Also, Bibo, gucken wir mal, ob die schon festgespannt haben, das Klump. Du, das sind für 2 Bar Ladedruck. Ich bin gefahren von 0 alles durch. Weißt du, was Ansauglufttemperatur war? 16 Grad. Nee. Ja. Ich hab mich gefragt, wie die das runterkühlen, Alter. Kann sich Audi was abschneiden von. Da kann sich nicht nur Audi was davon abschneiden, Da kann sich die ganze Welt davon was abschneiden. Gott verdammt, wie jeder nochmal, du wirst es. Sag ja, ey, ich sag mir, was wäre Mercedes ohne AMG? Ich glaube nicht viel. Traurige Nummer. Der Markus hat es auf den Punkt gebracht. Eine traurige Nummer. So, auch auf den Punkt. Was? Zustandsmodus. Du wirst gerade aus dem Kopf. Häuschen, Knopf oder Knopf, Häuschen. Ach, hau doch einfach drauf aufs Lenkrad, dann wird schon okay. Ja, manchmal muss man sich mit einer Hupe ein bisschen Respekt verschaffen. Mach mal kurz Haube auf. Ich will mit Bibo reingucken, wie es das so aussieht. So, Bibo. Da hast du ihn. Hier, schau. Das Motorsteuergerät, das gute Ding. Hä? Kommst du wieder super hin, gegenüber dem C63. C63 musst du irgendwo da unten rumfummeln, aber hier toll gemacht. Mir ist jetzt klar, warum das Ding so gut dasteht und so gut kühlt, ja? Das hat ja auch der Nikola gemacht. Stanic, kommentier mal drunter, Kerle. Hast du gut gemacht, das Ding, gell? Ah ja, freilich. So, Riesenlader, die Ansaugung, also schaut euch das mal an, das Ding, das sind ja Rohre, das ist ja abartig, ja? Das ist ja Wahnsinn. Das ist echt brutal. Ja,
So, dann geht's da runter. Also ich muss euch sagen, Kollegas, Respekt an AMG. Du, aber was ist ein Pole ohne Arme? Erwerbs- und Baby? Nee. Vertrauensperson. Guck mal, was wir haben. Also angegeben ist er ja mit 421 PS. Wir haben 345,5 kW und 485 Newtonmeter. 500 hat er in Serieangabe, das heißt, das ist noch ein bisschen runter. Aber mit der Leistung sind wir natürlich 30 PS mehr, ne? 370 PS, 470, nee, 469 PS, genau, in Serie. Also ein bisschen mehr als angeben. Komm schon, ich schränke meine Latte drauf. Und zwar mit Bipo zusammen die Software. Was echt brutal war, auf dem Prüfstand, ein paar Mal gefahren, hin und her, die Ansauglufttemperatur ist nicht über 30 Grad hochgegangen. Ich weiß nicht, wie die das machen. Zauberei? Die AMGler können zaubern. Software CLA 45 AMGS. Ja. Wir haben hier auch eine MD1-Steuerung drin, Bosch, und das sind halt jetzt auch so einige Kennfelder. Ich werde jetzt euch nur ein paar zeigen, ja, die meiner Meinung nach wichtig sind. Das ist einmal hier praktisch das Zündwinkel-Kennfeld, ja, so sieht es aus. Unter hoher Last fahren die natürlich wieder hier 2,5-3 Grad dann auf bei ganz hoher Last. Da bleiben wir auf 12 Grad stehen, ja. Der Motor ist sehr gut verdichtet. Der kann Ladedruck und Zündung. Ne, Pipo? Mhm. Ja, hier ist ein ganz gutes Kennfeld. Das ist das praktisch Klopfregelungseingriff auf maximal erreichbare Füllung anhand von Zündwinkelrücknahme. Wir sehen hier bei 6 Grad Rücknahme wird er schon hier reduzieren von der Füllung. Gerade dass dem Motor halt nichts passiert und die Kennfelder am besten nicht anfassen, gell? Genau. Was haben wir denn noch Interessantes? Minimal Lambda für Bauteileschutz, das heißt minimalstmögliche Lambda. Ihr seht, in Serie ist es hier ziemlich fettbedadet auf 0,75 Lambda. So fett machen wir das natürlich nicht. Ja, wir stellen es anders ein. Wie könnt ihr erfahren, wenn ihr mit dem Auto zu mir kommt, dann sage ich euch das und zeige euch das, was ich da alles mache. Ja, Ladedruckbegrenzungen, Drehmomentbegrenzungen, ist alles hier. Optimaler Zündwinkel, Modellreferenzzündwinkel, wird alles mitgemacht. Maximale Sollfüllung anhand von Saugrohrtemperatur. Das habe ich jetzt schon hier umgerechnet als Ladedruck. Das heißt, bis 70 Grad lasse ich Ladedruck dann stehen und ab 80 Grad komplett runter wie Serie. Dass da nichts passiert. Ne? Und ihr seht jetzt hier, ich habe jetzt hier eingestellt 3400, ja, maximal. Das heißt, 2,4 Bar, weil wir 1000 abziehen. Bibo, glaubst du, der macht nachher 2,4 ja, Bar? Ja, ja, Serie waren 2 Bar, ne? Ja, welches vergleichbare Auto fährt 2 Bar im Serienzustand? Pah, nur Diesel. Nur ja. BMW Diesel, ja. Also so Benziner. Gut, der Vorgänger 45er ist auch 1,9, glaube ich, gefahren. Ja, aber sonst ganz, ganz wenige fahren so viel Druck und AMG hat es echt im Griff. Und die Schubabschaltung haben wir natürlich wieder aktiviert ein bisschen, ne, Pivo? Mhm. Auf 1,5 Sekunden und stellen den Zündwinkel etwas anders ein, damit es sich ein bisschen anders anhört. Ja, Pivo, merkt euch die 2,4 Bar Zündung und dann gucken wir mal. Ich mache jetzt hier noch 2-3 Änderungen rein, ja? Und dann messen wir mal auf den Prüfstand und dann gehen wir fahren. Dann zeige ich euch mal die Auswertung, ob er auch wirklich das anfährt, was ich ihm sage. Ja, weil das ist ein bisschen tricky, da ist ja das CPC verbaut und das limitiert auch alles. Und da musst du halt auch wissen, welchen Schalter du dann umlegst in der Software, damit dir das CPC nicht mehr eingreift und du den Druck fahren kannst, den du willst. Und dann spielen wir das jetzt rein und gehen testen, Bibo. Achso, auf geht's.
So, wir sind fertig. Ich gehe jetzt gleich mit Pipo nochmal Zeiten messen, aber die Auswertung können wir hier mal machen. Wir haben Serie gehabt, 400, knapp 470 PS, hat er ja schon mehr gehabt als angegeben. Vom Drehmoment waren wir bei 480 und jetzt haben wir maximales Drehmoment von 570. Ja. Wir sehen, im mittleren Drehzahlbereich haben wir 100 Newtonmeter mehr gegenüber vorher. Ja. Und von der Leistung sind wir jetzt bei 503 PS. Das heißt, dieser kleine 2 Liter Turbomotor produziert 503 PS. Da hat der Markus Spiel dahinter mit Ferrari, guck mal. Ja. So, das heißt, wir haben einen Leistungszuwachs, also der Zuwachs selber, von 34 PS, ja, und einen Drehmomentanstieg von 100 Newtonmeter. Ich gehe jetzt mit dem Pipo testen, 0, 100, 100, 200, wir haben die Zeiten vorher gemessen, jetzt messen wir auch und dann gucken wir mal, was das Ding hat, gell Pipo? Ja. So Pipo, dann fahren wir jetzt mal, gucken wir mal nochmal die Zeit, hä? Das Ballern haben wir auf jeden Fall. Serie macht er ja nichts. Jetzt hört man wenigstens ein bisschen was, gell? Ja. Die OPF, der Opf, der schluckt halt auch ein bisschen was, gell? 60. Hörst du das? 60. Na Pipo? Ja. Und die Alte spricht immer hier 60. Definitiv schneller wie ein C63 AMG in Serie. Hm? Und das mit dir an Bord? Ja. Das lässt sich doch sehen, oder? Auf jeden Fall. Mir gefällt das. Sound hast du gehört? Geil. Sound ist gut, gell? Ja. Gesundheit. Ja, moin, danke. Bless you. Pipo, bless you. So, Lele, wir sind fertig mit dem Ding. Ich bin sehr begeistert von dem Auto. Gefällt mir ganz arg, vor allem der Motor, der ist halt echt so geil. Der Pipo macht für euch jetzt einen Porn, ja? Und ich gehe weiter arbeiten zum nächsten Auto. Also, bis zum nächsten Mal, gell? Tschüss! You might see me in Dubai, but don't be so surprised, 'cause I got love.